Leute, willkommen zurück zu Super Mario RPG. Letzten Part haben wir Monster Down angeschaut, haben eine kleine Sidequest gemacht. Und diesmal mache ich weiter mit dem Dojo, wo das J steht. Das wird jetzt wahrscheinlich einen ganzen Part dauern, aber egal, ich will diesen Dojo-Meister auf die Fresse hauen. Fresse. Es könnte knapp werden, weil er wird immer stärker. Beim zweiten Mal ist er schon hart, aber beim letzten Mal dann, ach du meine Güte. Du willst mich herausfordern? Ja, bitte. Okay. Und weine ich, wenn du verletzt wirst. Oh, okay. Und der ist nicht einfach. Besonders schon diese Form, das sieht schon, der macht den Peach fast mit einem Schlag. Mit einem fast tot. Ja, der ist gut. Da muss ich jetzt wahrscheinlich jede Runde heilen. Geht nicht anders. Ich habe jetzt zuerst mal Peach ein Verteidigung Plus gegeben, damit sie nicht mehr so viel Schaden kriegt. Ist klar. Und da sieht man schon, wie viel Schaden ich mache. 12! Das ist gar nichts. 12! Ja klar, Doppelangriff. Ist klar. Wow! Ah, Mario bekommt auch noch ein bisschen viel. Also Verteidigungs Plus. Angriff Plus. Man kann ihn auch später herausfordern, nur ich mache es jetzt, damit es spannender wird, beziehungsweise man könnte auch sagen, langweiliger, weil es wird jetzt sehr lange dauern. Du meine Güte. Na dann, hau rein! 42 Schaden. Und Jinx, yeah, hau rein, yeah. Wow, 0 Schaden, danke. Und Channel Boost, dann haben wir alle drei Mitglieder auf volle Power. Mehr geht nicht. Man kann nicht zweimal buffen. Ja, geht nicht. Kann man machen, was man will. Ach, Peach macht einen Schaden, ist auch was. Und Shaboom! Und abwehren! Na, 33, okay, da hatte ich erst zweimal aus. Ohne Abwehren nur einmal. Quicksilber! Das muss man abwehren, wenn der Charakter wieder aufsteht, ist auch ziemlich lustig. Und Chaino Blast? Also viel Blumpunkte habe ich nicht. Chaino Beam! Mal schauen, wie viel auf Magie hat. Und Feuer! Boom! Naja, könnte besser sein. Gruppenkuscheln! Yeah! Kommen wir jetzt mal mit Super Jump. Yep. Yeah. 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 Yes. 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 Weg sie da. Weg. Auf den Kopf. Auf den grünen Ding. 67 Schaden. Jo. Das hat was. Aber. Abwehren. So. Das könnte jetzt wirklich sehr lange dauern. Da weiß ich jetzt nicht mehr was zu sprechen. Wow. Das ist stärker wie Chaino Beam. Puh. Das kann wirklich lange dauern. Ist ja fast schon wieder Endboss hier in diesem Spiel. Und der ist auch so happig. Da hau ich auch mehr rein. Und, okay. Er hat verpasst. Auch wenn die Animation kommt, er kann verfedern. Und das Triple Kick erinnert mich ein bisschen an Turmkick aus Pokémon. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ist aber nicht so stark wie Turmkick. Quicksilber! Kaboom! Aua, abwehren. Yes. Ach, Hälfte war das. Okay. Kein Risiko. Heilen. Yeah. Heilen. Ich hätte auch Bowser reinnehmen können. Allerdings kann der nicht heilen. Oder eins oder Teammitglieder verbessern. Also, die drei Mitglieder, Peach, Chaino und Mario, sind die besten drei, die man haben kann. Man kann auch ein bisschen variieren. Mellow. Da kann allerdings keine Gruppenheilung. Mario kann man nicht auswechseln, Chaino halt Bowser, aber naja, jeder seine. Heilung! Das wird lange dauern! Du. Da können wir mal auf die Musik hören, wie geil die eigentlich ist. Velo-Up! Oh, er macht Verteidigungsplus. Okay, das heißt, Attacke plus bringt sich nichts. Aber Verteidigungsplus ist noch immer da. Also solange er keinen Angriffsplus macht, gleicht sich das nicht aus, was ich gut finde. Und ich glaube, bevor ich den zweiten letzten Kampf mache dann gegen ihn, werde ich noch ein bisschen leveln. Beziehungsweise weitergehen in der Geschichte. Weil sonst wird es wirklich zu hart. Das ist nicht schaffbar. Weil er macht jedes Mitglied dann mit einem Schlag weg. Das ist kein Scherz, Leute. Das kann er wirklich. Und wenn er das dreimal macht, na dann kann es nach Hause gehen. Silver Bullet, das ist es! Boom! Tot! Das ist tot! Ob man will oder nicht! Da ist sofort weg, der Charakter! Tschüss!
Das kann mit Comeback wieder heilen. Und jetzt, das ist ein neues. Wenn man da richtig drückt, dann hat der Charakter nach dem Aufwachen alle HP wieder. Alle. Wenn man das richtig drückt, ist es die Hälfte. Ist auch geil. Und kostet nur 2 Blumenpunkte. Richtig drücken tut man, bevor die Blume verschwindet. Blume. Der Stern. Silberbullet, das kann man abwehren. Dann hat der Charakter noch einen einzigen HP. Ja. Oh, das habe ich nicht gedrückt. Egal. Verteilung bringt sich ja eh nichts, wenn er Silberbullet einsetzt. Das Angriff schon ganz gut. 133 HP geheilt. Und weg mit dir. Geh nach Hause. Silberbullet und abwehren. Wieder natürlich mit 1 HP überlebt. Habe ich kein mittleres Sirup, nur Honig und Royal? Ja, nehmen wir Royal. Ich muss dann da bisschen Sirup einkaufen. Mir geht das nämlich schon ein bisschen aus. So. Halt 99 Blumenpunkte. Das ist das Maximum, das man im Spiel haben kann. Ich hatte nie mehr. Ich hatte das Maximum, was ich hatte, war 67. Und das war schon viel. Und abwehren. Na doch nicht, okay. Silber und Kupium. Was? Kein Schaden? Das ist selten. Das ist wirklich selten, dass Silberbullet keinen Schaden macht. Wenn man es abwehrt, ist man auf 1 HP. Oder es macht keinen Schaden, was allerdings wirklich sehr, sehr selten ist. Da ist schon von fast wahrscheinlich ein Shiny in Pokémon zu sehen. Scherz. Er hat zweimal Triple Kick eingesetzt, also Turmkick. Und hat fast die Prinzessin Peach damit getötet. Also dieser Dojo Meister hat was. Richtig guter Kampf heute. Heute im Fernsehen! Yes! Silberbullet! Abwehren! Oh, ist wieder ein HP, ist klar. Ich heile immer, weil sonst kommt er mit Triple Kick und Ouch. What the fuck? Wow. Das war hart. Abwehren. Jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt habe ich keine Zeit mehr zu kommentieren. Wow! Triple Kick! Null Schaden, okay. Come back, Mario, ich brauch dich. Come back! Jetzt drücken. Nein! War zu früh. Egal, ich muss für so eine Gruppenheilung machen dann. Von daher. Super Job! Hau rein, Mario! Töte ihn! Kill ihn! Was ist ich? Keine Ahnung! Deutscher Meister kann nix! Er kann nix! Er ist der beste Gegner jeweils Karten bis jetzt! Brauchst du nicht gleich übertreiben, deswegen, ja? Hallo? Ich glaube, ich sag's. Okay. Und. Abwehren! Ah, okay, hat Schaden gemacht, dann ist er sowieso tot. Ah, okay, jetzt habe ich ein Problem. Come back, Chino. Wenn nur noch Prinzessin Peach lebt, dann ist das sowieso ein bisschen hart. Also habe ich richtig gedrückt, bevor der Stern verschwindet. Wenn er den Charakter berührt, drücken, dann ist es perfektes Timing. Triple Kick, you point. Ah, der kann was, also Daumen nach oben für diesen Gegner. Die Musik ist auch ganz chillig hier, oder? Heilen! Und jetzt halte ich mit voller HP wieder da. Solange Prinzessin Peach da ist, bin ich fast unbesiegbar. Nur fast. Und wieder Super Jump! Yeah! Yes! 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 Stell dir vor, Mario würde es jetzt mal, wenn er da drauf springt, yes sagen oder sowas. Irgend so ein Blödsinn. Quicksilver! Okay, hatte ich schon lange nicht mehr. Miss, ist gut. Chino Bulls auf Mario. Hey, ich habe durchgedrückt. Da mag mich schon wieder nicht. Heilen! Kuppenküsseln! Und hau rein! Jingst! Ah, das haben wir schon lange nicht gesehen. Yeah! Pff, Jung! 81 Schaden. Verteidigungsplus wäre nicht schlecht, also versuch diesmal richtig zu drücken. Yes! Das Attacke Plus gilt nicht, das haben wir schon. Das gilt nicht, auch wenn es da steht. Da kann er sagen, was er will. Das gilt nicht. Finde ich schade, aber so macht das Ganze ein bisschen schwerer. Ein bisschen. Hm. Silberbullet abwehren! Sofort. Und weg mit dir. Sehr geil.
Wow, das war voll gut. Stellt euch vor, das war es das zweite Mal. Hast du noch immer nicht genug? Es ist nicht oft, dass mich jemand so mit solcher Competition herausfordert. Okay. Das letzte Match entscheidet über meine Ehre. Nein, bloß nicht. Das werde ich später machen. Ich werde es machen, aber nicht jetzt, weil das ist doch ein bisschen krass, oder? Ich meine, hallo, geht's noch? Da muss ich mich sogar eine Runde schlafen legen. Den 3 Masti 4, die haben wir doch schon. Hi. Er hat nicht unsere Medaille. Ja. Sie sind traurig, dass wir nicht so eine Medaille haben. Oh. Kann ich mal wenigstens mal speichern hier. Also der Dojo-Meister, der hat was, ey. Boah. Ist eine mittlere Herausforderung. Wenn du da einmal nicht aufpasst, du kannst nach Hause gehen. Ah, stimmt, wir müssten jetzt zum Lens End. Ah, Moment, das geht kürzer. Wenn man nicht vom Monster Town ausgeht, ist das kürzer, als wenn man von der anderen Seite reingeht, zum Berg. Könnt ihr jetzt selber stoppen, wie lange ich brauche, oder ne? Ich mach das offscreen. Bis gleich, Leute. So, da bin ich nun und bin schon reingegangen in den Berg, bevor ich was wollte. Okay, Salz und Futter, heißt lange gesehen. Halt! Alle Truppen in Position! Mario ist in Mission, in dieser Klippe rauf zu gehen. Also, er springt von Panzer zu Panzer! Ja, die tuckern sich jetzt alle und... Jop. Da müssen wir jetzt rauf. Na dann, viel Spaß. Der ganze stoppt das natürlich ein bisschen, aber naja, ich hatte nie eine gute Zeit hier. Ja, fuck, gib nicht auf! Bitte nochmal! Ist mir noch nie passiert, dass ich da runtergeflogen bin. Nein, es gibt immer ein erstes Mal hier, also von daher. Bei jedem RPG gibt es immer ein erstes Mal. Erstes Mal spielen, erstes Mal zocken, keine Ahnung. Erstes Mal verlieren gegen den Besten. Wie man will halt. Und bing! Und erst stoppt das Ganze. Mission erfolgreich! Verbrauchte Zeit 19,15 Sekunden. Nicht schlecht für einen Zivilisten. Ja. Mein Rekord war bei 9 Sekunden oder so. Und da hat auch das Gleiche gesagt. Also ich glaube immer, dass das Gleiche sagt. Jetzt sind wir an einem neuen Ort in der Bean Valley. Jo, sind schon mal neue Gegner. Und zwei neue Rohre. Denn in der Mitte kennen wir schon, die auf der Seite kennen wir auch schon, nur in anderer Farbe. Also die Bienen da sind heute stärker geworden, mit Chain of Blast sind die nicht weg, mit Chain of Wheel eher schon. Auf den Octovada! Geh nach Hause! Oh, keine Grafikbug mal wieder, ha? Na egal, wenn schon mal Grafikbugs da sind, lasse ich sie diesmal. Und tschüss, Mann! Geh nach Hause, Biene! Was macht... Ah, Tornet ist eine Vergiftung. Ups. Die vergiften uns nur. Macht nicht viel Schaden. Und tschüss. War leicht. 19 Erfahrungspunkte, 10 Münzen und ein Apple Juice. Egal. Hier ist eine Röhre, die führt... Hierhin? Hä? What the hell? Was ist hier los? War das ein Fail oder was? Egal. Runter wieder. Und die zweite Biene ist auch wieder da. Also, finde ich interessant, dass die Bienen hier nie aussterben. Zumindest, man kann hier immer wieder aufräumen, leveln und so. Das habe ich ja nicht die Lust. Und hier ist ne Blume! Yes! Blumenpunkt um 1 erhöht. Da habe ich jetzt auch schon sehr viele. Oh, das hier ist auch interessant. Warte, bis der Shy Guy eine Blume gegossen hat. So. Oder gießt halt, wie man will. Und dann gegen diese kämpfen. Yes! Das sind meistens zwei solche normale Piranha-Pflanzen. Chuvi heißen die. Cooler Name. Boing! Tot. Und die halten auch nicht gerade viel aus, weil ich weiß. Pollen ab. Okay, das ist Love. Mit Grafikbug. Aber es hat nicht getroffen, weil Pete Schutz hat. Schutz hat. So. 10 Erfahrungspunkte und dann können wir da rein. Ist auch interessant. Und hier ist mal
ein kleines Spielchen. Was man jetzt kriegt, ja, das man wählt. Also Pilz, Pilz, okay, Pilz. Wenn man drei gleiche hat, kommt auch das gleiche. Wenn man Sterne hat, dann bekommt man eine Blume. Wenn man drei verschiedene hat, bekommt man eine Kiste, die gegen einen kämpfen will. Und die hat es auch nicht gerade in sich. Und ich fixe mal die Grafikbugs. Moment. So, gefixt. Und nächste Blume. Yeah. Ich schneide jetzt nicht raus, weil die so schnell weg sind. Mit einem Schlag, ist klar. Hallo, hallo, hallo. Warum macht ihr eigentlich immer Pollen auf Peach, wenn es eh nicht funktioniert? Achso, ist das so eine Art Counter? Wenn man angreift, dann macht der Schlaf auf denjenigen. Okay. Ist auch interessant. Besiegt! 10 Erfahrungspunkte wieder und wieder da rein. Ja, gieß mich bitte. Muss noch wachsen. Muss noch wachsen. Und hier das gleiche Spielchen. Okay. Wieder ein Pilz, brauche ich nicht, danke. Wenn man gut ist, kann man hier lauter Blumen kriegen. Dann hat man Blumenpunkte mehr ein paar. Aber naja, jeder seine. Und Kampf! Yes! Es sind immer die zwei gleichen. Ich glaube, den schneiden den. Was? Den nächsten schneide ich doch raus und die halten genau 90 aus? Geil. Ja, Chino schlaf. Dich braucht eh keiner. Geh nach Hause. Attacke plus für Peach, allerdings nur in diesem Kampf. Und jetzt springen Mario! Null? Achso, der hat Schutz verschwunden. Okay. Der hat Schutz vor Sprung. Kann es geben, ja. Kann vorkommen, dass man einen Schutz hat. Da müsste er eine Feuerschwäche haben. Superflamme! Boing! Wenn er nicht tot ist, weiß ich auch nicht, was los ist. Hat nämlich eine Feuerschwäche. Und dann geht's hier rein. Okay, was ist hier? Oh, wieder so ein Spielchen. Stern, Stern, Stern! Das ist eine Froschmünze. Oh, ich dachte, das wäre Blume. Okay, dann gibt es Blume wahrscheinlich extra. Nächster Kampf wird wieder rausgeschnitten, weil es eben der gleiche ist. Wenn irgendwas Besonderes ist, zeige ich es euch natürlich wieder mal. Aber jetzt, diese Blume. Level up für Peach, Level 15. Und er lernt stumm. Braucht man nicht wirklich eigentlich. Weil das funktioniert fast nie und pow. Ne? Verteidigung kann sie gebrauchen. Dann geht's auch hier rein. Okay. Hier ist eine Kiste mal und was ist hier oben? Schauen wir mal rauf. Oh, Gegner, hey. Sonst noch was? Ist da oben ein Trampolin? Hä? Okay. Und diese Kiste ist eine... Wow, Fake-Kiste! Na dann, hau rein! Diese Kisten haben immer also eine Sprungschwäche. Also, springen wir mal drauf! Super Jump! Na dann, es geht ab! Es geht ab! Yes! Kiste, stirb! 200 Schaden, wow! Water Blast, der kann Water Blast. Das kennen wir ja schon von einem Gegner. Der war ziemlich happig. Mehr oder weniger. Und er hatte ein Monster in sich, einen Fauzo, was das auch immer ist. Interessanter Name auf jeden Fall. Gruppenkuscheln! Ja! Bing, geheilt. So schnell kann man sich heilen. Was macht der? Das ist so eine Art, was ist das? Ein Geist? Okay. Jetzt kommen langsam schräge Sachen hier vor. Chino Blast! Geh nach Hause! Naja, ich dachte, das macht mehr Schaden. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Boing! Zwei tot. Was mache ich da jetzt am besten? Ich kann nicht weglaufen. Ich muss ein Pick Me Up auf Todstuhl machen. Es geht nicht anders. Ah, meine Güte, der macht wieder mal. Au! Das kann man irgendwie abwehren. Scream, okay.
verwackelt ein. So, ja. Gruppenkuscheln! Jede Runde Gruppenkuscheln! Yes! Und so leid es mir tut, ich muss jetzt noch ein Blick mehr abverbrauchen an Chain. Oh, das muss da auch so reinhauen mit seinem Waterblast, ey. Das ist ja krank. Aua! Was kommt diesmal? Karnikus! Yep! Aua! Wow! 200 Schaden! Das kann man nicht mal mit Chain-Verteidigung blocken. Geht gar nicht, das hält sich ja nie aus. Na dann. Mach ich mir keine Sorgen. Ach, was haben wir heute angestellt, hey? Lauter solche overpowerten Kämpfe und. Ja, man kann es doch abwehren. Ist noch sehr schwer. Okay, Chainer Boost auf Mario. Und dann habe ich keine Blumenpunkte wieder mehr. Komm Mario, du haust jetzt rein. Und du gibst mir mal kurz, Moment, einen Honigsirup rein. Falls ich mir wieder heilen muss, ganz schnell. So. Na dann Mario, hau rein. 50 Schaden, ist auch was. Was macht der? Ist auch interessant, das Scream. Yeah. Angriff, Verteidigung wird gesenkt, allerdings kann man das heilen, ist im Zustand. Zustandsveränderung. Yes. Ach, wann ist der endlich weg? Der hält mir zu viel aus, hey. Heilen. Danke. Okay, dann kommt halt der Super Jump. Njop. Komm schon, wer hin? Geh nach Hause. 300 Schaden, obwohl ich gar nicht so oft getroffen habe? Okay. Interessant. Der V-Zo an sich ist eigentlich kein Problem, oder sollte kein Problem sein. Der kann nichts. Der kann da zuhauen und rumstehen und ja, hält viel aus eigentlich. Oh! Ich habe mich getäuscht, er kann Meteo. Das macht doch nicht so viel Schaden. Ich habe das mehr in Erinnerung. Ehrlich. Na, irgendwann ist er tot. Irgendwann. Also diese Kiste hier. Die sollte man nur aufmachen, wenn man genug Blumenpunkte hat. Oder. Oh! Shit. Boulder ist eine sehr starke Attacke. Einer der stärksten, die ich kenne. Von den Gegnern her halt. Von unseren Attacken habe ich noch eine, die stärker sein kann. Okay, Chaino sein ist sowieso schon die stärkste. Mehr wie 9000 Schaden geht nicht. Und er ist tot! 150 Coins war drin und Level 15 für Bowser und er lernt Quasher. Ja, das klingt interessant zwar, aber naja. Ich werde deswegen noch immer nicht Bowser nehmen. Boah, dieser Ball ist schon mal wieder überlang, hey. Wer die Zuseher werde mal erfreuen. Ach, hier kommt man hier raus. Hier gibt's eine Froschmünze. Brauchen wir nicht wirklich. Und dann geht's hier wieder raus. Ich werde die letzte Röhre jetzt noch nehmen und zwar offscreen wieder die Gegner besiegen hier. Also sehen wir uns wieder gleich wieder da drin. Wenn der Schalke endlich mal gießen würde. Hallo. Danke. Dann rein da. Und wir finden Gegner, einen goldenen Jump. Den muss man nicht bekämpfen. Werde ich auch nicht machen, weil der ist jetzt mir zu hart. Na gut. Im nächsten Part geht es hier weiter und ich freue mich wieder, wenn ihr wieder mitschaut. Oder wenn ich wieder fehle. Ich muss verstecken hinter diesem Busch. Bis zum nächsten Mal und ciao!